Wenn man auf einer Feuerwache arbeitet, nur 7 Blocks entfernt von den beiden höchsten Gebäuden New Yorks, dann lernst du jede Stufe kennen, jede Treppe, jede Geschichte. Ich heiße James Hanlon, bin seit 9 Jahren Feuerwehrmann in New York City, an der Drehleiter 1 im Süden Manhattans. Im letzten Sommer, vor dem 11. September, da kam es vor, dass wir 5-mal in einer einzigen Schicht zum World Trade Center mussten. Was ich sagen will, wir kannten diese Türme in- und auswendig. Aber niemand hat mit dem 11. September gerechnet. Meine besten Freunde mit als Erste im Turm, nachdem das Flugzeug eingeschlagen war. Was alle an diesem Tag dort leisteten, das war bemerkenswert. Und was beinahe genauso bemerkenswert war, es wurde mit der Kamera festgehalten, im Turm selbst, von Anfang bis Ende. Den Film haben 2 Brüder aufgenommen, Jules und Gédéon Naudet. Sie sind Dokumentarfilmer und alte Freunde von mir. Man sagt, es gibt immer einen Zeugen für Geschichte. An diesem Tag waren wir wohl ausgewählt, Zeuge zu sein. Seltsam war das schon. Der Film kam eher zufällig zustande. Jules und Gédéon wollten ja keine Dokumentation über den 11. September drehen, sondern über einen Feuerwehrmann. So fing die ganze Sache wenigstens an. 9, 10, 1, 2, 3, 4. Genauer gesagt, der Plan war, einen Anfänger mit der Kamera zu begleiten. Einen Proby, wie wir sagen. Die Idee war, zu zeigen, wie aus einem Jungen sowas wie ein Mann wird in 9 Monaten. Denn das ist ihre Probezeit, in der sie sich beweisen müssen. They have to do everything. Zusammen haben wir 3 Ende Juni in der Feuerwehrakademie die Ausbildung gefilmt und versucht herauszufinden, welcher von den 99 Probies wohl der beste ist. Test. My name is Paul Denver. John Carroll. Antonios Benetatos. Tony for short. I was a police officer. For a while I was a pizza man, actually, an Irish pizza man in the Bronx. This is my first job. It sounds kind of cheesy, but I always kind of wanted to be a hero, and this is really the only thing you could do that you can do that. Immediately we're not cooking. Uns war sofort klar, das ist er. Let's go. Wir haben dafür gesorgt, dass Tony auf meine Wache kam, einer der größten in New York, Drehleiter 1 plus die Mannschaft von Löschfahrzeug 7. I'm so glad I took this job. Ich habe einen tollen Job. Was Besseres gibt es nicht. Sie sind die Größten. Unglaubliche Jungs. Diese Jungs hatten schon die schlimmsten Feuerbrünste niedergekämpft. Was ihnen bevorstand, ging über alles hinaus. Aber war Tony schon so weit, da mitzuhalten? Ah,
Klar habe ich Angst, aber ich wollte es ja nicht anders. Ich hoffe nur, ich mache alles richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich reagieren werde, wenn das Feuer wirklich da ist. Sie kamen am Donnerstag da, nicht? Donnerstag? Das war mir gar nicht klar. Donnerstagnacht. Ist klar, Sir. Willst du dich nicht hinsetzen und aufhören mit dem Sir? Ich bin etwas nervös. Ich will nur sicher sein, dass ich alles richtig mache. Tatsächlich wird von einem Proby erwartet, dass er fast alles macht. More news and traffic coming up. It's 6:22. Actually, I do not, sir. Probably in a lot of trouble. Take two. I think I'm doing decently. You know, eigentlich komme ich ganz gut zurecht. Nur immer noch kein Feuer. Darauf warte ich, verstehst du? Ich denke, danach ist alles anders. Engine, ladder. Grab that big long thing from the back too. Thing is, guys say there's two kinds of probes. Fire's out. Getting close. Fire's out. Getting close. Black clouds and white clouds. Es gibt zwei Sorten von Probis, schwarze Wolken und weiße Wolken. Kriegst du eine schwarze Wolke auf die Wache, schleppt der alle Feuer der Stadt an. Eine weiße ist genau das Gegenteil. Natürlich gab es Feuer, nur eben nicht, wenn Tony Dienst hatte. Der Junge war eine einzige weiße Wolke. Tony war nervös, klar, schrecklich nervös. Die Tage vergingen und er wartete auf sein erstes Feuer. Er wollte doch den anderen und vor allem sich selbst beweisen, was für ein Feuerwehrmann er war. Die Jungs haben es ihm auch nicht leicht gemacht, wirklich nicht. Keiner hat sich Tony besonders vorgenommen. Das machen sie mit jedem Probi. Wir brechen dir die Knochen, bis du darüber lachst. So machen wir das nun mal. Wir ärgern dich bis zur Weißglut, bis es dir Spaß macht. So lernst du diesen Job zu lieben, früher oder später. Aber bevor du ihn lieben kannst, musst du ihn lernen. Stell dir vor, du wärst da oben jetzt mit dem Helm auf und in voller Montur. Was machst du, wenn du deine Maske aufsetzen müsstest, ohne loszulassen? Weiß nicht. Das nächste Mal bist du vorsichtiger. Das war schon gut. Ich will nur, dass du lernst, ruhig zu bleiben. Nicht schlecht? Die Handschrift wird schon besser. Hey, day today, baby. Yes. Okay, thank you. Für zwei Wochen $672.25. Davon kannst du ja nicht mal ein Sechserpack Bier kaufen. Wenn ich reich werden wollte, wäre ich Anwalt geworden. Ich wollte etwas, mit dem ich leben kann. Und damit kann ich leben. So denken fast alle. Es muss dir was bedeuten, morgens in den Spiegel zu gucken und dir zu sagen, du weißt mit deinem Leben etwas anzufangen. Du machst deinen Job, riskierst dein Leben, um Menschen zu retten, und du bist auf der Wache Teil der Familie. Just making some
onions and mushrooms for the steaks. How you doing, Jimbo, huh? Doing pretty good? I'm doing good. Yeah? I'm gonna go. Ah, oh, this is a good song here. Oh, Jimbo! Hey, I'm the Gibt es denn noch irgendeinen anderen Beruf, wo alle täglich miteinander essen? Jeden Abend? Nun sind es schon 4-5 Wochen und immer noch kein Feuer. Aber wenn es kommt, schlafe ich sicher gerade und bin nicht vorbereitet. Es ist 3:30 in der Früh. Du kannst ruhig schlafen. Glaub mir, wenn es Alarm gibt, holen sie dich schon. Da hast du dein erstes Feuer, Tony. Ein brennendes Auto, immerhin. Macht nichts. Mein erstes Feuer war ein brennender Abfalleimer. Also, Tony hat schon mal dran gerochen. Aber das war nur eine Flamme. Kein richtiges Feuer. Hey Chief, come see his first fire. Wenn die alle so sind, dann heißt das 20 Jahre Spaß. Here's the fire, see? Start the line, put out the stakes. By the end of August, we knew that we had a great cooking show. Ende August hatten wir eine tolle Kochsendung, aber noch keinen Brand. Dies Warten auf einen Einsatz ging uns richtig auf die Nerven. Aber wenn wir das den Älteren erzählten, sagten die, überlegt euch gut, was ihr da wünscht. Gestern ist ein 27-jähriger Kollege von der Staten Island-Wache bei einem Einsatz umgekommen. Sonnabend gehen wir zu seiner Beerdigung. Was soll man dazu sagen? Dieser letzte Sommer kommt mir vor wie ein anderes Zeitalter, eine andere Welt. Damals glaubten wir, es könne nichts Schlimmeres geben, als einen einzelnen Mann zu verlieren. So gesehen waren wir alle naiv, besonders Tony. Einige von uns haben darüber geredet, wie ihnen wohl zumute sein würde, wenn der Sarg vorbeikommt. Das ging einem schon nahe.
Ich hoffe, es ist mein letzter gewesen. I hope it's my last one. Es kann alles Mögliche passieren, jederzeit. Du musst wirklich auf das Schlimmste gefasst sein. Wenn das Dach anfängt einzustürzen, musst du sehen, dass du wegkommst, egal wie. Konzentrier dich. Das ist kein Spaß, das ist ein Job. Es gibt eine Menge, was zu beachten ist. Du darfst dich nicht ablenken lassen, unbeirrt und zielgerichtet. Nur so überlebst du. Nur so kannst du anderen helfen. Verstanden. Bist du soweit runterzukommen? Auch ohne Feuer hat Tony in diesem Sommer eine Menge gelernt. Klar, wir würden ihm noch vieles beibringen müssen. Aber wir glaubten ja auch noch viel Zeit zu haben. Wenig später kochte Jules ein Essen für die Jungs. Also, er versuchte es zumindest. Ich hatte ihnen erzählt, Lammkeule sei eine meiner Spezialitäten. Er kochte aber nur eine und wir hätten mindestens 5 gebraucht. Noch ein paar solche Portionen und wir passen zu zweit in ein Hemd. Gut, gut, ich habe eben ein kleines Stück erwischt. Mein Fehler. Wir blieben lange auf, haben uns Witze erzählt und Knochen abgenagt. Auch wenn die Jungs sich über uns lustig gemacht haben, weil wir nicht genug gekocht hatten. Die Stimmung war toll. Wir gehörten fast schon dazu. Die ganze Nacht haben wir herumgearbeitet. Was wussten wir schon? Es war die Nacht des 10. September. Splendid September day. The afternoon temperature about 80 degrees. Great weather for the primary election. Tonight clear and cool. Es klingt wie ein Klischee, aber der 11. September begann wie jeder andere Tag morgens um 8. Die Männer von der Tagesschicht kamen gerade rein. Ich hatte frei an diesem Tag. Auf meiner Wache waren 13 im Dienst. Around 8:30. Engine, ladder. I believe the run came in. Get the run for the gas leak, or an odor of gas in the street, actually, I think it was. Just Lispinard and Church, odor of gas. Yeah, I don't think. Da denkt man nicht lange nach. Du gehst auf den Wagen, sagst, alles klar, Gasgeruch. Jules filmte Chef. Es war ein ganz alltäglicher Auftrag. Und Erfahrung mit der Kamera. Gedeon gefilmt. Ich ging bei jedem Einsatz mit raus. Ich brauchte einfach Übung, darum ließ ich die Kamera dauernd laufen. Wir haben die Stelle mit Gassonden untersucht. Reine Routine.
8.46 Uhr morgens. Es war kein normaler Tag mehr. Da wusste ich, das wird mein schlimmster Tag als Feuerwehrmann. Ich wusste sofort, das war kein Unfall. Pfeiffer machte die erste offizielle Meldung. We have a number of floors on fire. It looked like the plane was aiming towards the building. Transmit a third alarm. We'll have the staging area at Vesey and West Street. Es war nur 2 Minuten Fahrt, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit, was dir da alles durch den Kopf geht. Jeder starrte in den Himmel, als ob die Welt zum Stillstand gekommen wäre. We are just currently getting a look at the World Trade Center. We have something that has happened here. Flame and an awful lot of smoke from one of the towers. Whatever has occurred has just occurred within minutes. And we are trying to determine exactly what that is. Als wir einbogen, war mein Gedanke, das ist schlimm. Was können wir bloß dagegen tun? Wir hielten direkt unter dem Vordach von World Trade 1. Chef Pfeiffer legte seinen Schutz an und ich fragte ihn, Chef, kann ich damit reinkommen? Er sagte ja. Komm mit, lass mich nicht aus den Augen. Ich gehe rein und höre Schreie. Rechts von mir zwei Menschen in Flammen. Das wollte ich nicht filmen, das sollte niemand sehen. It was like no one should see this. Pfeiffer war der erste Chef im Gebäude. Ein Mann von der Hafenbehörde hatte ihm gesagt, der Schaden sei irgendwo über dem 78. Stock. Aber alles, was er tun konnte, war, sich in der Lobby umzusehen. You just saw that. Alle Fensterscheiben sind geborsten. Die Empfangshalle sieht aus, als ob das Flugzeug hier eingeschlagen wäre. Später haben sie festgestellt, dass brennendes Flugzeugbenzin den Fahrstuhlschacht runtergeschossen kam. Aber alles war längst zu spät. Die Menschen irrten überall umher. Es war klar, oben musste es noch viel schlimmer sein. Schafft einen Löschzug her mit Besatzung in die Außenfahrt, aber nicht höher als die 70er Stockwerke. Um welchen Stock geht es denn? Den 78. Meine Hauptsorge waren die Menschen in den 20 Stockwerken darüber. Wie sollten wir die rauskriegen? Chef, kein Fahrstuhl. Was, noch kein Fahrstuhl? Es stellte sich heraus, dass kein Fahrstuhl funktionierte. Irgendein Fahrstuhl, der noch geht? Ohne Fahrstühle gab es nur einen Weg. Zu Fuß gehen. Ein Trupp nach dem anderen trifft ein. Sie sehen besorgt aus und werden gleich nach oben geschickt. Ein Feuerwehrmann in voller Ausrüstung mit über 30 Kilo Schläuchen und Gerät. Der braucht gut eine Minute für einen Treppenabsatz. Vor ihnen liegen 80 Stockwerke. Und dann fängt die Arbeit erst an. Ich dachte, wir löschen das Feuer. Alle waren zuversichtlich. Ich war's. So gingen wir die Sache an. 10, 20 Stockwerke in Brand, damit werden wir schon fertig. Lasst uns aufgehen. There are fire crews just screaming into this area from every conceivable direction.
Inzwischen waren andere Chefs der New Yorker Feuerwehr zu Pfeiffer gestoßen, der von seinem Kommandostand aus die Männer nach oben schickte. Alle Augenblicke entdeckte ich neue Gesichter. Einige erkannte ich wieder. Ich sah Chef Pronti, toller Mann, weißes Haar, Schnurrbart, so wie man sich seinen Großvater wünscht. Ich erinnere mich auch an Leutnant Fody vom 9. Löschzug. Er sagte noch Hallo und ging dann nach oben. Einer, der auch nach oben ging, war Leutnant Kevin Pfeiffer vom 33. Löschzug. Er war der Bruder des Chefs. Ich erinnere mich noch. Wir haben uns angesehen, ein paar Worte gewechselt, besorgt darüber, dass sich hier etwas besonders Schlimmes abspielt. Es würde ein hartes und langes Stück Arbeit sein. Aber ich zweifelte nicht. Sie würden das Feuer besiegen, auf jeden Fall. Jules hatte seinen Bruder das letzte Mal vor einer Stunde gesehen, auf der Wache. Gédéon wollte Tony, dem Proby, in den Wolkenkratzer folgen. Als wir wegen des Gasgeruchs rausgingen, war er meiner Erinnerung nach auf dem Löschzug. Am Trade Center ging er gleich mit den Männern nach oben. Für mich war er also im Treppenhaus. Es stellte sich heraus, Gédéon war zwar bei Tony, aber Tony war noch auf der Wache. Löschfahrzeug 7, Drehleiter 1. Hier ist Feuerwehrmann Benitados. Ich hatte dienstfrei. Und jetzt sollte er auf der Wache bleiben. Jeder soll sich zum Dienst melden. Alle verfügbaren Einheiten zurück zur Wache. Während Tony das Telefon bediente, nahm Gédéon seine Kamera und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Train Center. Er war sicher, dass sein Bruder da drin war. Und er wollte zu ihm. Ich erinnere mich, wie ich langsam zum World Trade Center ging. Was wirklich bei mir hängen blieb, sind die Menschen, die an mir vorbeilaufen. Und wie ich sie und ihr Entsetzen filme. Ihre Augen wollten es einfach nicht glauben. Ich erinnere mich, wie ich die Kamera zwischen ihnen und dem Turm hin und her schwenkte. Of the World Trade Center have been hit by aircraft. Both are in flames. There is black smoke coming from both of the towers. It's a horrific scene here. There's debris flying through the air. Mayday. There were two planes. I saw the second one hit. It hit the other tower. Was wir wussten, ein zweites Flugzeug war eingeschlagen und eine Menge Menschen saßen in der Falle. Jetzt mussten die Brandmeister auch noch für den zweiten Turm einen Einsatzplan entwickeln.
Da konnte man die Angst sehen, in jedem Gesicht. You could see it in everybody's eye. Tell your co-workers with you. There were people from in den Straßen waren Menschen aus aller Welt. Different colors, alle Hautfarben, alle Sprachen. Hier zwischen der Feuerwache und dem World Trade Center war die ganze Welt. Was there. So two aircraft. The first one on one World Trade Center. The second one just happened. And they were all und alle reagierten auf dieselbe Weise. The same thing and reacting the same way. In the house. What are those people gonna do? On the second one? All the elevators are blocked out. Yeah. Well, the staircases might still be. Yeah. Right? Stairs were crowded. Die Treppen waren überfüllt. Viele Menschen kamen verbrannt runter. Oben in Turm 1 waren die Männer von meiner Feuerwache jetzt im 10. Stock und stiegen weiter hoch. If we did talk. Wenn wir was sagten, beruhigten wir die Runtergekommenen. Bleibt ruhig, ihr kommt raus und verhaltet euch ruhig. Ich finde schließlich im Treppenhaus C eine Frau mit völlig verbrannten Armen. Sie saß einfach da im Schock. Da habe ich sie hochgezogen und sie einer Gruppe von Leuten anvertraut, die sie runterbringen sollten. Ich wusste, wenn wir den Leuten helfen wollten, mussten wir da hoch. Andere Leute sagten, warum geht ihr darauf? Seht zu, dass ihr wegkommt. Ihre Hauptsorge war, alle Leute rauszubringen, wenigstens so viele wie möglich. Die meisten Leute in Tower 1 kamen raus im Zwischengeschoss über der Eingangshalle. Und durch ein Nachbargebäude gelangten sie dann ins Freie. Die Feuerwehrleute wollten nicht, dass die Eingangstüren benutzt wurden. In erster Linie, weil dauernd Trümmer runterfielen. Und Menschen. Du siehst es nicht, aber du weißt, was passiert. Jedes Mal, wenn du diesen Aufprall hörst, weißt du, das war ein Leben. Darüber kommt man nicht weg. Und das Geräusch war so laut. Ich dachte, wie schlimm muss es da oben sein, wenn sie lieber springen? Is now investigating reports of a plane hijacking before these crashes we're telling you about at the World Trade Center towers this morning. Teile des Gebäudes und der Flugzeuge kamen ganze Häuserblöcke entfernt runter. Gédéon war unterwegs mit seiner Kamera, als er ein Triebwerk fand, das den Turm 2 komplett durchschlagen hatte. Näher konnte Gédéon ohne Begleitung eines Feuerwehrmannes sowieso nicht an das Trade Center herankommen. So dachte ich, das Klügste ist, langsam zur Feuerwache zurückzugehen und zu versuchen, Jules zu finden. Get some news and find a way to go to Jules. We're just getting word now. One of the two planes was hijacked after takeoff from Boston. This is two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. We now have reports of a fire at the Pentagon. Fire at the Pentagon being reported this morning. I was just saying that the officials are
calling this an act of terrorism. They're saying that's clearly what it is, clearly not an accident. Arriving back at the firehouse. Zurück in der Wache. Tony war immer noch allein. Völlig ratlos, was er tun sollte. The Pentagon's on fucking fire? War. This is war. Als ich hörte, wie er ausflippte und fluchte und sich benahm, wie ich es noch nie erlebt hatte, da drückte Tony das aus, was wir alle fühlten. Da sah ich, wie der Feuerwehrmann in ihm durchkam. Ich kann das mit dem Pentagon nicht glauben, einer muss durchgeknallt sein. Ein paar Mal hatte er einfach seine Ausrüstung angezogen und wollte raus, bis er merkte, dass er ja in der leeren Feuerwache der Einzige war, der die Verantwortung hat. Er rannte hin und her zum Ausgang und wieder zu den Fernsehbildern, um sich zu vergewissern, dass dies wirklich passiert. Tony wollte dorthin. In der Eingangshalle bemühten sich die Chefs, die größte Rettungsaktion zu organisieren, die sie je erlebt hatten. Und das mit fast keinen Informationen von außen. Hast du ein Telefon, das funktioniert? Ich glaube, alle Welt wusste mehr als wir. Jeder hatte die Angriffe gesehen, die brennenden Türme. Ein entführtes Passagierflugzeug. Das Pentagon. Und wir hatten nicht die geringste Ahnung, was sich außerhalb unserer Eingangshalle abspielte. Es ging zu wie in einem Bienenstock. Jeder telefonierte, versuchte zu funken, gab Befehle, nahm Berichte entgegen. Und versuchte so, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Und dann gab es sogar das Gerücht, dass ein drittes Flugzeug im Anflug war. Zu diesem Zeitpunkt schien alles möglich. Und außerdem, mit den Feuerwehrmännern in den Treppenhäusern zu reden, war schwierig genug. Das interne Kommunikationssystem der Türme war zusammengebrochen. Der Feuerwehr blieb nur der eigene Sprechfunk. Auf einmal gab es hunderte von Feuerwehrleuten mit Walkie-Talkies. Es wurde immer schwieriger. Einer vom World Trade Center versuchte verzweifelt, jemanden in den Aufzügen zu erreichen. 69 car. Anyone in this car? Oh, is there anyone in this car? Er ging die Liste durch. Es gibt etwa 98 Fahrstühle im World Trade Center. Und mitten hinein in dieses Chaos öffnet sich plötzlich ein Aufzug.
Und man sieht Menschen. Die hatten nicht die geringste Ahnung, was hier vor sich ging. Sie waren einfach stecken geblieben, seit das erste Flugzeug eingeschlagen war. Es war der Blick der Feuerwehrleute. Da war keine Angst, es war Ungläubigkeit. Was ist hier los? Und dieser Zweifel, der hat mich schon ein wenig in Panik versetzt. Es war das erste Mal, dass ich Pater Judge sah, den Kaplan, wie er genannt wurde. Er war mit uns in der Eingangshalle und ich kann Ihnen versichern, er betete. Pater Judge würde wenigstens Augenkontakt mit dir suchen und dir einen beruhigenden Blick schenken. Aber das geschah nicht. Ganz so, als wüsste er, dass dies ein Unheil war. Auf der Feuerwache trafen die ersten ein, die Dienst forderten. Wir warten hier nur. Was meinst du? Wir warten hier nur. Tony war nur von einem Wunsch besessen. Er wollte dahin und er konnte nicht. Und dann kam Chef Burns. Larry Burns kam 1957 zur Feuerwehr und wurde als Chef der Branddirektion vor 3 Jahren pensioniert. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich musste da runter. Das sind meine Feuerwehrmänner, mein Gebäude, meine Stadt. Pack deine Ausrüstung zusammen, eine Taschenlampe, Wasserflasche. Ich habe dem Proby gesagt, nimm deine Ausrüstung und los. Ich weiß noch, wie Tony mich bat, ihm Handschuhe zu bringen, medizinische Handschuhe. Als ich sie gefunden hatte und zurückhastete, waren sie aber schon weg. Der Proby und der pensionierte Brandmeister waren auf dem Weg zum Trade Center in der Menge verschwunden. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war die Eingangshalle ziemlich leer. Es waren nur noch wenige von uns da und wir diskutierten, wie wir vorgehen sollten. Hier ist Tower 1. Markier das mit einer großen 1. Einige Mannschaften aus den Vororten wussten nicht, welcher Turm 1 und Turm 2 war. So versuchten wir ihnen zu helfen und schrieben es auf den Empfangstisch. Es war gerade 10 Uhr, etwas mehr als eine Stunde, seit das erste Flugzeug eingeschlagen war. Feuerwehrleute aus der ganzen City waren innerhalb der Türme. Hunderte. Ich weiß noch, wie ich Chef Pfeiffer mit seinem Funkgerät filmte. Situation that started bad just gets worse and worse and worse. The World Trade Center, South Tower, which was hit by a plane and wrecked by an explosion approximately an hour ago, has totally collapsed. What happened? If you're just joining us this morning, you're in for a horrific surprise. Just one right out of one of the movies you would see in Hollywood. People walking around with cell phones in tears, holding their heads, looking up at what's left of the World Trade Center and just shaking their heads in disbelief.
Auf der Straße wusste jeder, was geschehen war. Der Südturm stand nicht mehr. Sie sahen, wie er einstürzte und rannten weg. Ich wartete. Die Zeit schien stehen zu bleiben. Alles wurde pechschwarz. Alle in Ordnung? Ja, ich bin okay. Wo geht es hier raus? Und dann wurde mir klar, okay, ich bin nicht tot. Also mache ich das Licht meiner Kamera an. All right, come on down this way. Yeah, let's get out the way we came in. Jules und Chef Pfeiffer, allen im Trade Center war klar, etwas Furchtbares war passiert. Und sie baten mich, du mit dem Licht, hilf uns raus. Wir müssen alle rausholen, los. Ich habe meine Lampe hingehalten, wo sie gebraucht wurde. Ich kann noch Chef Pfeiffer sehen. Kommandoposten an Turm 1. Alle Einheiten räumt das Gebäude. Er handelte schnell, sehr gefasst. Für ihn war das eine Vorsichtsmaßnahme. Da war etwas schiefgelaufen, also lasst uns alle rausbringen. Ich konnte an seiner Stimme erkennen, das war nicht mehr normal, es war Zeit abzuhauen. Ich sagte noch zu den Männern, wir sind jetzt auf uns gestellt. Und das erste Mal sah ich Angst in ihren Augen. Das siehst du nicht bei Feuerwehrmännern. Als ich runterging, sah ich, wie ein Feuerwehrmann sich auf dem Treppenabsatz ausruhte und den Leuten erklärte, in welcher Gefahr sie schwebten. Ich glaube aber, die wenigsten haben das überhaupt ernst genommen. Ich habe gar nicht mehr bewusst gefilmt. Ich hielt die Kamera an meiner Seite und richtete das Licht dorthin, wo es gebraucht wurde, um Menschen zu helfen. Und dabei entdeckte ich Pater Judge. Sie sahen ihn am Boden des Fahrstuhls liegen. Ich nahm ihm den weißen Kragen ab und öffnete sein Hemd. Und als ich dann seinen Puls fühlte, merkte ich, er war tot. Wir haben 4 Personen gefunden auf dem Dach des Fahrstuhls. Danach mussten wir erst einmal herausfinden, wie wir hier rauskommen. Hier, wo wir jetzt sind, springen immer noch Menschen herunter. Trümmer stürzen herab. Es ist zu gefährlich, hier kann man nicht raus. Chef Pfeiffer sagt den Leuten, die Pater Judge tragen, okay, wartet hier. Ich wollte sehen, ob die Brücke noch da ist. Chef Pfeiffer überprüfte eine der Fußgängerbrücken, die aus dem World Trade Center herausführten. Sie wäre der beste Weg nach draußen. Thank you.
the other tower? You sure? See the tower collapse? The top or the whole thing? Looks like the whole thing. We'll head down together. Zum ersten Mal frage ich mich jetzt, ob Jules noch lebt. Bis dahin hatte ich darüber nicht nachgedacht. Mir wurde klar, dass Jules tot sein könnte. In diesem Augenblick. Und ich fühlte mich verantwortlich, denn ich hatte ihn in diese Situation gebracht. Ich musste Jules finden. Gédéon schloss sich drei Feuerwehrleuten an, fest entschlossen, auf ihrem Pickup zum Trade Center durchzukommen. Wir liefen und liefen. Es gab Notrufe und wir stellten uns vor, dass es schlimmer sein müsste, als wir gedacht hatten. Denn wie sollte es sonst so viele Notrufe geben und all diesen Dreck und Lärm? Da habe ich zum ersten Mal die Gefahr gespürt. Sie war überall. Jede Faser meines Körpers signalisierte, du solltest nicht hier sein. Die Szenerie war vollkommen anders. Weißer Staub überall. Nur wenige Menschen hier und da. Und dann diese Stille. And this kind of silence. We have ambulances straight down. Thank you. Of course, there's no word on casualties. We have ambulances straight down. But suffice to say, the loss of life, presumably profound. Ambulances straight down. Of course, at this point, everyone's concern is just getting north, getting away from the World Trade Center, as well as finding out where their families are. The South Tower of the World Trade Center just minutes ago collapsed to the ground. Only one tower is standing at this point. I have a direct line of sight to what is left of the World Trade Center. The fire continues to burn. I can see the flames through the thick smoke. Ich gehe mit dem Chef. Inzwischen hatte Chef Pfeiffer einen sicheren Ausgang entdeckt. Und er versuchte per Sprechfunk, die Männer in die Lobby zu rufen. Keine Antwort. Also gingen wir über die Brücke zurück zum Trade Center. Wir versuchten immer noch über Funk Kontakt zu bekommen, kamen aber nicht durch. Die Männer, die wir zurückgelassen hatten, waren nicht mehr da. Sie waren schon auf einem anderen Weg rausgekommen. Sie trugen den Leichnam von Pater Judge zur St. Peterskirche und legten ihn auf den Altar. Der Totenschein von Pater Judge trägt die Nummer 00001. Das erste offizielle Opfer der Anschläge. Der Chef der Branddirektion, ein Feuerwehrmann und Jules, gingen draußen unterhalb der Fußgängerbrücke, die sie gerade überquert hatten, in eine Szene, die keiner von ihnen fassen konnte. Trümmer und Staub bedecken den ganzen Platz.
Wir sehen uns um und der Turm ist da. Okay, sagen wir uns, vielleicht war es etwas anderes. Der Turm steht noch, den anderen können wir nur nicht sehen. Wahrscheinlich ist er auf der anderen Seite, aber keiner erklärt uns die Situation. Also gingen wir in Richtung Norden. Ich wollte herausfinden, was hier passiert, und dann versuchen, die Sache unter Kontrolle zu bringen. Mein Gefühl sagte mir, dass man sich hier nicht länger aufhalten sollte. Chef Pfeiffer setzte alles daran, eine neue Kommandozentrale einzurichten und seine Leute zu finden. Gerade da kamen sie die Treppe runter. Irgendwann fing ich an zu laufen. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich auf meinem Weg nach unten die Stufen überhaupt berührt habe. Als ich den dritten oder zweiten Stock erreicht hatte, dachte ich an meine Familie. Ich musste raus. Als wir in die Eingangshalle kamen, scherzte ich noch, dass der Kommandoposten verlassen war. Niemand war da. Ich sagte mir, das ist kein gutes Zeichen. Ich konnte ja nicht wirklich helfen. Ich war ja kein Feuerwehrmann. Ich war ohne medizinische Ausbildung, eben nur ein Zivilist. Aber als Kameramann konnte ich schon etwas tun, zu dokumentieren, was geschah. Da habe ich als Kameramann einfach gefilmt. Gédéon hatte sich so dicht er konnte an den Turm herangearbeitet. Seltsam genug, das Wichtigste war für mich, meine Linse sauber zu halten. Jules war bei Chef Pfeiffer, der seinen nächsten Schritt vorbereitete. Die Feuerwehrleute meiner Wache hatten die Eingangshalle erreicht und bezogen Posten. Wir waren ständig in Bewegung. Sicher waren wir nur draußen. Noch immer sprangen Menschen aus den Fenstern, die Körper prallten, sowie die Trümmer neben uns auf dem Boden. Im Grunde hielt sich jeder im Schatten von Turm 1 auf. Es war 10.28 Uhr morgens. Dieses laute Dröhnen. Es war keine Zeit, einen Gedanken zu fassen. Ich bin einfach gerannt. Und dann fühle ich, wie sich jemand über mich wirft. Und dann der Staub. In dem Moment war mir, als ob ich sterbe. Ich konnte nur noch an Jules denken und dass ich zu mir selbst sagte, wenn ich das überlebe, will ich ein besserer Bruder sein. Let's go before the car blow up! Und es ist totenstill, nichts, kein Sprechfunk, kein Geräusch, nichts.
Ich merke, wie die Person über mir aufsteht und erkenne Chef Pfeifers Stimme und weiß, er hatte sich auf mich geworfen, um mich vor all dem zu beschützen. Chef Pfeifer sagt, okay, lass uns gehen. Wir stehen auf und der Staub verzieht sich, weil der Wind in die entgegengesetzte Richtung weht. Danach haben wir buchstäblich versucht, um den Block zu marschieren, uns wieder zu organisieren und herauszufinden, was wir tun könnten. Hast du Wasser oder was zu trinken? Ich war während der letzten Stunden dreimal auf dieser Straße. Das erste Mal war sie voller Menschen. Beim zweiten Mal rannten alle davon. Und das dritte Mal, nach dem Einsturz, war niemand mehr da. Und alles war mit weißem Staub bedeckt. Holy shit. It was the most surreal scene I have ever seen. I cannot describe what took place. It is a scene just not to be believed. The smoke's still billowing. What we do have is a lockdown. You can't get in, you can't get out, you can't go up, you can't go down. Ich sehe, ich bin auf der Mitte der Straße. An der Ecke ist ein kleiner Laden offen. Seems to be open in the corner. Eine Menge Verletzte. Feuerwehrleute, blutige Nasen. Und dann trifft es mich wie ein Schlag. Wo ist mein Bruder? Mir wird klar, dass ich ihn vielleicht verloren habe. Also versuche ich, zum World Trade Center zurückzugehen. Ich muss meinen Bruder finden. Und als ich mitten auf der Straße lang gehe, kommt ein Polizist und sagt, mit wem sind Sie hier? Ich gehöre zum Chef der Branddirektion. Take your letter and your camera and get out of here. All right? Go. Da bin ich in Richtung Norden gegangen, ohne eigentlich zu wissen, wohin. Gehören Sie zur Polizei? Nein, ich mache einen Film über die Feuerwehr. Danach habe ich mir gesagt, hier kann ich doch nichts tun, ich muss zurück zur Wache. Vielleicht gibt es dort Neuigkeiten und mein Bruder ist schon zurück. Ich dachte aber, er ist tot. Und das machte mich völlig fertig. Auf dem Weg zurück zur Wache habe ich versucht, nicht an Jules zu denken. Das war zu viel für mich. That was too much. Don't worry, honey. We're family. Okay, let's go. Here we go.
Jeder fragt, was ist passiert, was ist passiert? Ich sagte, die Hölle, das ist passiert. Einfach eingestürzt und damit hat keiner gerechnet. Es ist nicht leicht, ein Überlebender zu sein. Little to little, the guys. Allmählich kamen sie zurück, Mann für Mann. Ich kann das nicht erklären. Warum bin ich hier und dort so viele tot? Viele Männer weinen. So viele Gedanken und Gefühle. We got to call our loved ones, tell them we were okay. It was fucking sick. But we just got out. We had just got out. I got up two blocks, and I'm like, I'm still not far enough. I got to help with this thing. You know, you just needed to be with the guys, you know? I couldn't get back in. Let me off. I was never so glad to see. Ich war noch nie so glücklich, einen Feuerwehrmann zu sehen. It was a great thing to. Es war toll zu wissen, dass Menschen überlebt haben. That people were surviving this. I thought you guys were dead. Not the only one. I thought I was dead. That was the scariest thing. I came out. Mein Gott, bin ich froh, dich zu sehen. Wir sind die Glücklichen. Ich glaube nicht, dass das Glück ist. Es ist ein Wunder, dass wir hier sind. Das Wort Wunder hört man nicht oft von Feuerwehrmännern. Vor allem nicht an diesem Tag. Aber wie sollte man es anders nennen? Einer nach dem anderen schaffte es sicher zurück. Ich kann es nicht glauben, dass wir alle rauskamen aus diesem Gebäude. 30 Sekunden länger oder zwei Stockwerke höher. Der Kameramann in mir filmte also die heimkehrenden Männer und fragte sie, ob sie Jules gesehen hätten. Keiner hatte eine Antwort. Es war äußerst deprimierend. One guy from the firehouse came to me. Dann kam einer von unserer Wache. Und als ich auch ihn fragte, ob er Jules gesehen hätte, sagte er, ja, er ist da, hinter dir. Ich drehe mich um und tatsächlich, Jules ist in der Wache. Ich habe ihn nicht mal reinkommen sehen. Für mich war es, als treffe ich ihn zum ersten Mal. Ich fragte Jules, wie es ihm geht. Und er erzählte, dass er die ganze Zeit über in der Eingangshalle war. Und ich erzähle ihm, dass ich nun weiß, wie es ist, wenn man stirbt. Dann noch, dass ich das erste Flugzeug aufgenommen und überhaupt alles gefilmt habe und ob er noch genügend Drehkassetten hat. Es war ein Wunder.
fuck, man. Don't worry about your eyes. You don't know what happened to you guys. Oh, God. Everybody's all right. Everybody's accounted for. Right here. Got everybody? Everybody's accounted for. Everybody. Alle waren inzwischen zur Wache zurückgekehrt. Außer einem. Except one. Did you see Tony over there by the towels? Tony. Yeah, that's what I heard. Alle hatten sich zurückgemeldet, außer Tony. Jeder rätselte, was mit Tony los war. There is not anything recognizable of what were the two trade towers, nothing standing out from those clouds of dust at this time. You guys were in the building? Yeah. Yeah. Oh, that day. Oh ja, dieser Tag hat wirklich alles verändert. Als ich an dem Tag zurückkam, sprach mich ein Feuerwehrmann an. Weißt du was? Gestern hattest du einen Bruder. Heute hast du 50. Schön, dich zu sehen. Es ist nur schwer zu beschreiben, was in den Männern auf der Wache an diesem Tag vor sich ging. Einerseits wurde gefeiert. Ein schrecklicher Tag. Was für ein Glück, hier zu sein. Irgendwie hatten es unsere Jungs geschafft, rauszukommen. Wir haben in diesen 2 Stunden so viel verloren. We felt like we got the hell kicked out of us. Shot, I don't know what to do, man. Go back down there or what? Fucking get shot. Zur gleichen Zeit wussten wir schon Hunderte von Feuerwehrleuten. Tausende andere mussten in den Türmen umgekommen sein. Und mit jeder Stunde wuchs die Gewissheit, dass Tony Benedettatos einer von ihnen war. Hey guys, Deputy Chief Hill called. First Division, he doesn't want anybody else down here right now. Everybody was. Jeder sorgte sich um Tony. James nahm seine Ausrüstung und ging allein, um nach Tony zu suchen. To look for Tony. I come in from home. Ich war von zu Hause gekommen und tatsächlich hatten wir Order, in der Wache zu bleiben. Aber nach 6 Stunden musste wohl jemand nach dem Jungen suchen. That fucking mentality, get in there, get the people out. It's bred in you, it's programmed into you. Weg. Auch Haus Nummer 7 ist eingestürzt. Ich kam dorthin gerade in dem Moment, als Nummer 7 zusammenstürzte. Nirgendwo ein Zeichen von Tony. Es muss fast 6 Uhr gewesen sein, 9 Stunden nachdem alles losging. Da kam Tony einfach so anmarschiert. Ich kam rein wie betäubt und alle waren aus dem Häuschen. Benedettatos, du bist okay, du hast es geschafft. Was hast du mit der Hand? Nix. Geht's dir gut? Ja. Komm erst mal zu dir. Bist du okay? Mir geht's gut, aber du, was ist passiert? Ich war im Gebäude. Wirklich? Hat es jeder von der Wache geschafft? Jeder. Meine Frage war, ist jeder zurückgekommen? Und alle waren da. Das tat gut. That felt pretty good.
Ihr verdammten Hurensöhne, ich war sicher, dass ihr tot seid. Ich fühle im Dreck nach euch und ihr esst Apfelsinen. Nun war auch der Letzte zurückgekommen und allen ging es gut. Ich bin nach dem ersten Einsturz losgegangen. Es stellte sich heraus, dass Tony die ganze Zeit mit Larry Burns zusammen war, der Proby und der Pensionär. Sie erlebten unmittelbar, wie Turm 1 einstürzte. Ich habe alle Löschzüge gecheckt. Einige waren zertrümmert, Notarztwagen mit Schutt bedeckt oder umgekippt. Überall brannte es, riesige Feuer. Den ganzen Tag habe ich Trümmerhaufen durchsucht. Es war wirklich sehr schwer für ihn. Er war ja erst wenige Monate dabei. Aber an diesem Tag hat er sich bewährt, vor allen Kollegen. Es gab so viel, was wir an diesem ersten Tag nicht wussten. Wer hatte uns angegriffen? Wie und warum? Wir wussten nur, nichts würde jemals so sein wie zuvor. Und dann die ständigen Fernsehbilder von den Flugzeugen und den Türmen, wie sie zusammenstürzen. Uns reichte es. Gott sei Dank fiel um diese Zeit der Strom aus. About that time, so it was a relief. This generator may be in the courtyard, and then we'll hook the lights into it. I got two more sets of lights coming. The entire downtown Manhattan. Als überall im Süden Manhattans der Strom ausfiel, hatten wir das Gefühl, dass wir hier noch lange ausharren würden. We're going to be there for a long time. Die meisten von uns blieben über Nacht in der Wache. Wir versuchten, mit all dem fertig zu werden. Auf dem Dach des Marriott, wo ich mich befand, lagen überall menschliche Körperteile, Beine, Füße. Es war grässlich. Mir geht es gut. Was mich mehr als alles andere verfolgt, ist Ted, wie ich neben ihm sitze und er sagt, Tony, Mann, es regnete menschliche Körper. Wie er das sagte, Mann, der war durch die Hölle gegangen. Guten Abend. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. It's a very depressed, dismal. Es ist deprimierend, trostlos und jämmerlich. Hunderte von Feuerwehrleuten, Tausende von Zivilisten sind nicht mehr. Erloschen so schnell, wie man ein Streichholz ausbläst, wie man das Licht ausmacht. Ich sehe sie nicht mehr. Schwer zu glauben, dass sie nicht mehr da sind. Sie sind weg. It did happen, right? Es ist wirklich passiert. Es ist nicht so, als würde ich die Augen schließen und wenn ich sie wieder aufmache, kann ich die Türme sehen, oder? Das Einzige, was uns wirklich zusammengehalten hat, waren wir selbst, als Gruppe, als Einheit, als eine Feuerwehrwache.
Gegen Mitternacht haben wir Tony hochgeschickt, um die Fahne auf Halbmast zu setzen. Es wird viel Schmerz geben, mit dem wir in Zukunft fertig werden müssen. Ich habe einen wirklich guten Freund aus meiner Klasse, der unter den Vermissten ist. Und eine Menge Jungs haben Freunde und Angehörige verloren. Ich möchte nie wieder dieses Ding auf Halbmast setzen. Nie wieder. Es wurde befohlen, dass wir am Morgen mit den Bergen beginnen sollten. Einige Kollegen mit Frauen und Kindern gingen nach Hause nur für ein paar Stunden. Sie wussten, es könnte Tage dauern, bevor sie ihre Familien wiedersehen. Mein Sohn schlief. Ich habe ihn in mein Bett gebracht. Er sollte bei mir sein. Sonst bringe ich ihn in sein Bett. Und er hat im Schlaf gelächelt. Es war wohl das schönste Nachhausekommen, das ich je erlebt habe. Meine Jungs kamen raus. Wir alle haben geheult, eine große Umarmung und ja, wir haben einfach geweint. Am nächsten Tag kam ich zur Wache zurück. Ich konnte es kaum erwarten, weil ich dahin wollte, wo viele Menschen sicher noch eingeschlossen waren. Wir mussten sie ja da rausholen, wie wir das sonst auch immer machen. Ich weiß nicht, ob sich wirklich jeder zusammenreißen konnte. Konzentriert euch, was heute zu tun ist. In ein paar Wochen wird genug Zeit sein, sich klarzumachen, was mit unseren Kollegen passiert ist. Also konzentriert euch. Geht in Zweiergruppen. Wenn einer einbricht, weiß der andere, in welches Loch er gefallen ist. Wir sind alle am Leben. Das ist mehr, als wir hoffen konnten. Unsere Aufgabe ist jetzt, das Nötige zu tun. So viel und so hart es auch sein mag. Wir tun es, solange es von uns verlangt wird. Einige von den Männern fahren in einem normalen Linienbus runter zu der Stelle, die die Medien bereits Ground Zero nannten. Einige Feuerwehrleute nannten es den Haufen. Für uns war es immer noch das Trade Center, auch wenn es weg war. Also Leute, wenn ihr dreimal das Horn hört, heißt das, da kann etwas zusammenbrechen. Also Augen auf.
Und da musste ich zugeben, was ich immer geleugnet habe. Wie böse das Böse sein kann. Wir gingen in Gruppen darunter, zu 5 Mann mit einem Offizier. Wir fingen sofort an, nach Überlebenden zu suchen. Die Männer arbeiteten schnell, reichten die Eimer weiter, gruben wie besessen. Wir haben gegraben und dann plötzlich hieß es Ruhe. Alles war still und die Leute blickten suchend umher. Und dann nahmen sie langsam ihre Arbeit wieder auf. So spielte sich das da unten ab. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal dort war, bei Nacht. Es war wie der Eingang zur Hölle. Eigentlich hätten Jules und Gédéon überhaupt nicht in der Nähe sein sollen. Es war schon für uns Feuerwehrleute gefährlich genug. Bei jedem Schritt konnte man 10, 15 Meter in die Tiefe stürzen. Jules und Gédéon bestanden darauf, hier zu sein. Aber nicht, um zu filmen. Wir wollten nur ein paar Minuten filmen. Tatsächlich haben wir uns gezwungen, die Kamera beiseite zu legen, weil wir eigentlich nur helfen wollten. Erst räumten wir, was mit den Händen zu schaffen war. Dann kamen die Schweißer, zertrennten die Stahlträger und zogen sie raus. Danach fingen wir wieder an zu graben. Das waren zwei 110-stöckige Gebäude. Und dann findet man nicht einen Schreibtisch, nicht einen Stuhl, kein Telefon, keinen Computer. Das größte Teil, das ich fand, war ein Stück von einem Telefon, etwa so groß. Das Gebäude war zu Staub zerfallen. Wie sollten wir darin noch irgendjemanden finden? Man fängt irgendwo an und gräbt und gräbt, in der Hoffnung, jemanden zu finden. Dann findet man einen Fuß und plötzlich heißt es, das Gebäude stürzt ein und man rennt weg. Go, go, go! Danach geht man wieder hin und gräbt weiter. Mostly just dug. We found a body. Wir fanden einen Körper. Es war eine junge Frau. Sie war tot, ganz sicher. She was definitely dead. All her clothes. Alle ihre Kleider waren verbrannt. Es sah aus, als ob sie schwanger war. Einige meinten, sie sei bloß aufgedunsen, aber ich glaube das nicht. Sie war völlig von Schutt bedeckt. Wir hatten sie schon halb raus und den Leichensack bereit. Da sollten wir abhauen und wir liefen weg.
So habe ich niemals erfahren, ob sie geborgen wurde. Es wäre ein gutes Gefühl zu wissen, dass man einen Menschen herausgeholt hat. Wenigstens eine Familie hätte dann ein anständiges Begräbnis gehabt. Unsere erste Schicht dauerte 24 Stunden. Und in der ganzen Zeit wurde nur ein Mensch lebend rausgeholt. Einer. Das war schon mehr als entmutigend. Das war eigentlich unfassbar. Eigentlich war es verrückt, zur Feuerwache zurückzugehen. Die Leute applaudierten uns, aber wir fühlten uns wirklich nicht wie Helden. Jeden Tag kamen Fremde und brachten uns alles Mögliche. Sie machen die Türen auf und sehen, wie tonnenweise Sachen angeliefert werden. Die Kekse kann man ja gar nicht alle essen. Ich weiß, wir stehen erst am Anfang, aber ich möchte jedem von euch für die harte Arbeit danken. Wie wir dazu kommen, noch hier zu sein, weiß nur Gott. Ich danke euch. Ihr wisst gar nicht, wie viel Liebe ich empfinde für euch alle. Check the lockers, bro. Check the lockers. All the lockers. Take whatever. It's something special. Es ist eine Ausnahmesituation, wenn Männer keine Rücksicht auf sich nehmen. Sich rastlos einsetzen, auch wenn ihre Hände von Nägeln verletzt sind. Nur provisorisch verbunden, mit klaffenden Wunden, Blut überall. Und sie kennen nur eins. Lasst uns zurückgehen und sehen, wie wir die Lage dort erträglicher machen können. Denn es muss da noch Menschen geben, die am Leben sind. Es muss sie geben. Wir haben versucht, die Hoffnung nicht aufzugeben. Überall haben wir gesucht. Wir sind sogar in die Geschäfte unter der Erde und in die U-Bahn-Schächte gekrochen. Aber als aus den Tagen Wochen wurden, haben wir angefangen zu begreifen. Es gibt niemanden mehr zu finden. Dennoch haben wir niemals aufgegeben zu suchen. Für Feuerwehrleute gehören schreckliche Dinge zu ihrem Alltag. Aber dies war schlimmer. Tag für Tag wurden die Männer an ihre Grenzen gebracht. Vielleicht auch darüber hinaus. Viele von uns sind sich nicht sicher, ob sie diesen Beruf überhaupt noch weitermachen sollen. Für mich gilt entweder dies hier oder das Militär. Ich will lieber Menschen retten, als umzubringen. Aber nach all dem, was ich hier gesehen habe, gehe ich auch töten, wenn mein Land mich schickt. Jeden Tag zur Abendbrotzeit kam eine Liste mit den Feuerwehrleuten heraus, deren Tod feststand. Und jeden Tag wurde diese Liste länger. It is with regret that the department announces the death of the following members. Battalion Chief John P. Williamson. Firefighter William Henry. Firefighter Eric T. Allen. Firefighter Manuel Mojica. Firefighter Lawrence J. Virgilio.
Firefighter Timothy Haskell. Firefighter Thomas P. Hannifin. Firefighter John A. Ventura. Firefighter John Wir haben so viele Leute verloren. Jeder gute Freunde. Und nicht nur einen oder zwei, sondern Dutzende. Fast jeden Tag gab es einen Gedenkgottesdienst für jemanden, den du kanntest. Manchmal waren es zwei oder drei, manchmal auch vier. Einer dieser Gottesdienste war für Kevin Pfeiffer, den Bruder des Chefs. Er wurde zuletzt im Treppenhaus von Turm 1 gesehen, als er seinen Leuten den schnellsten Weg aus dem Gebäude zeigte. Ich würde sagen, Chef Pfeiffers Bruder hat mein Leben gerettet. Und das von vielen anderen. Ich erinnere mich noch, wie wir die West Street runtergingen und er sagte, wie gern wir beide in Downtown sind und diesen Job machen. Und jetzt ist das vorbei. Einige Wochen später bekamen wir neue Fahrzeuge. Als Ersatz für Löschfahrzeug 7 und Drehleiter 1, die immer noch irgendwo da unter dem Haufen begraben sind. Gelegentlich starten wir wieder zu Einsätzen. Wir machen sogar wieder unseren Jux und versuchen alles, um diesen Beruf wieder zu mögen. Aber die Dinge werden niemals wieder sein, wie sie waren. Von Zeit zu Zeit frage ich mich, ob es wirklich wahr ist. Ich weiß, es ist passiert, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn ich aufwache, ist immer der 11. Für Jules und Gideon sind die Dinge schon sehr seltsam gelaufen. Anfangs kamen sie zu mir und wollten einen Dokumentarfilm machen, wie aus einem Jungen ein Mann wird. Statt 9 Monate Ausbildung hat ihn der 11. September in 9 Stunden zu einem Mann gemacht. Woher ich das weiß? Er gibt nicht an. Hat es mir mehr Selbstvertrauen gegeben? Ja. Hat es mich zu einem Mann gemacht? Was ist ein Mann? Ich gucke immer noch Zeichentrickfilme und albere herum. Ich bin nur jemand, der versucht, alles richtig zu machen, wie jeder andere bei der Feuerwehr. Für die New Yorker Feuerwehr ging es darum, eine Art Normalität zu schaffen. Auf unserer Wache hatten wir sogar schon wieder neue Probies zur Ausbildung. Zwei Jungs, frisch von der Akademie. Seltsam. Sie werden niemals wissen, wie es war, ein Feuerwehrmann in New York City zu sein, vor dem 11. September. Und sie werden niemals wirklich verstehen, was wir an diesem Tag verloren haben. Wir können Ihnen nur die Geschichten erzählen und Ihnen dieses Band zeigen.
das Beste am Morgen. Es sollte ein Routineeinsatz werden für die Männer von der Feuerwache in Manhattan. Ein Gasleck, nur wenige Häuserblocks entfernt vom World Trade Center. Dicht an ihnen dran ist der Filmemacher Jules Naudet. Es ist Dienstag, der 11. September. Aus Instinkt oder Reflex reißt Jules Naudet die Kamera hoch und filmt die Bilder, die wenig später um die Welt gehen würden. Seine Reportage über einen jungen Feuerwehrmann wird in diesem Moment zum Film über einen Terroranschlag. Jules Naudet folgt den Feuerwehrmännern ins World Trade Center. Als der erste Turm zusammenbricht, ist Jules in der Lobby. Er kann fliehen. Seine Kamera lässt er laufen. Was die Feuerwehrmänner am 11. September erlebten, erzählten die Brüder Naudet in einem langen Dokumentarfilm. Nun waren sie wieder bei den Männern von Drehleiter 1 und Löschfahrzeug 7. In den nächsten 30 Minuten berichten sie, was seitdem aus ihnen geworden ist. Ich denke jeden Tag daran. Wenn ich nachts meinen Kopf auf das Kissen lege, dann ist der 11. September. Ich sehe einen schönen blauen Himmel. Es ist der 11. September. Ich sehe ein Flugzeug, das niedrig fliegt. Es ist der 11. September. Natürlich denke ich daran. Ich denke an die Menschen. I think about the people. Am Ende des Tages hatte die Feuerwehr von New York 343 ihrer Männer verloren. I think the toughest thing that was to see these guys was that list. Das Schlimmste war, die Jungs mit dieser Liste zu sehen. Die neue Liste mit den Namen der Männer, die gefunden wurden. Niemand wollte diese Liste anfassen, weil sie wussten, da standen wieder 2, 3, 10 ihrer Freunde drauf. Das war das Schlimmste für mich, zu sehen, wie sie durch die Liste ging. The guys from 7-1. Zu den Jungs habe ich eine enge Bindung. Egal, was mit unseren Leben und Karrieren geschieht, durch das World Trade Center werden wir immer verbunden sein. Mit der Zeit kehrte wieder Normalität ein in der Feuerwache. Ja, wir kochen noch immer, spielen Basketball, haben Partys, Picknicks und feiern mit den Familien.
Aber in Wirklichkeit war alles anders geworden. Nach dem 11. September ist kein Einsatz mehr Routine. Bei allem, was merkwürdig klingt, so wie Rauch in der U-Bahn, denkt man sofort an einen Anschlag. Und noch etwas hatte sich verändert. Die vielen neuen Gesichter am Esstisch. Since 9/11, we've had almost a 50% turnover. Ich bewundere die Neuen, weil sie nach dem 11. September gekommen sind. Sie wissen, was passieren kann. And they still took the job. You lost a lot of senior